Herzlich willkommen bei Diskus Direkt. Mein Name ist Torben Hohmann von amazonasbecken.eu. Ja, ich begrüße euch heute von mir zu Hause vom 2400 Liter Aquarium. Ich möchte heute euch einmal zeigen, wie ich Diskusse von Diskus Direkt bekomme. Und zwar habe ich dafür hier schon ein separates Abteil vorbereitet. Also viel Spaß beim Zuschauen. Und zwar, ja, brauche ich dafür erstmal Diskusfische. Wie ihr seht, ist hier das Abteil, wo die Diskusfische reinkommen sollen, noch leer. Und ich werde heute nämlich ein paar Diskusfische bekommen. Und das werde ich euch unter anderem natürlich dann einmal zeigen. Das nächste Thema ist halt allgemein über die Vergesellschaftung von Diskus und Rochen einzugehen. Starten werden wir mit dem Einsetzen der Diskusfische. Und zwar ist eben ganz frisch diese Styroporbox von Diskus Direkt angekommen. Starten wir jetzt erst einmal, ja, die Box zu öffnen. Dazu einfach mit dem Cuttermesser. Hier oben ist ja dieser Styropordeckel, der ist immer mit diesem Klebeband, was hier rumgeht, einmal angeklebt, und den lösen wir. Möglichst in diesem Spalt langschneiden. Das war so ein bisschen tricky. Jetzt einfach auch noch mal, ja, einen genaueren Blick in die Box hinein. Ja, was man zuerst sieht, hier ist ein Heatpack befestigt. Das ist wunderbar, damit hier in dieser Tüte oder in dieser Box noch mehr Wärme erzeugt wird. Dass es dann halt auch langfristig warm ist, das Wasser, für den ganzen Transport. Dann habt ihr eben gesehen, habe ich hier, ja, diese Zettelage rausgeholt. Muss ich mal sagen, habe ich sonst, wenn ich Zierfische bekommen habe, noch nicht so gesehen. Richtig coole, gute Sache. Hier ist einfach mal eine Bedienungsanleitung drin, wie man die Fische richtig einsetzen soll. Quasi zu dem, wo ich jetzt eh ein Video machen wollte, gibt es hier nochmal, ja, eine Anleitung. Und das hier, das ist natürlich mega geil. Mal Respekt, Thema Nachhaltigkeit, muss ich mal sagen, das ist von Diskus Direkt das erste Mal, dass ich das sehe, und richtig, richtig cool, dass die mitdenken. Diese Styroporbox, die wird nämlich nicht nur einmal verwendet für den Versand an den Kunden. Es gibt einfach nochmal dieses Relabel, bedeutet dieses Rücksendelabel. Die leere Styroporbox wird an Diskus Direkt zurückgeschickt und kann dann einfach nochmal verwendet werden. Coole Sache, das nenne ich mal Nachhaltigkeit in der Aquaristik. Wie gesagt, habe ich sonst bisher noch nicht gesehen. Ich selber verschicke ja auch hier und da mal einen Rochen, habe es bisher auch noch nicht gemacht, dass ich die Styroporboxen mir zurückschicken lasse. Finde ich eine coole Idee, muss ich ehrlich sagen, werde ich auch mal anfangen, darüber nachzudenken, ob ich das nicht auch einfach mache. Finde ich eine gute Geschichte. Ich meine, fürs Unternehmen ist es ja auch eine gute Sache, dass sie dann die Styroporboxen noch ein paar Mal verwenden kann. Aber das Thema Nachhaltigkeit, dass man hier diese Styropor nicht einfach dann gegebenenfalls wegschweißt, weil jeder braucht vielleicht nicht nochmal die tausendste Styroporbox zu Hause, dass man die dann nochmal weiterverwendet, finde ich richtig mega gut. Nun werfen wir aber endlich mal einen Blick auf die Fische. So, hier ist noch ein kleiner Bereich ausgepolstert. Und dann gucken wir hier mal. Naja, hier sind 3 Stück pro Tüte verpackt. Sehen ja schon richtig, richtig gut aus. Oft habe ich dann gesehen, dass die Tiere auf der Seite liegen während des Transports. Aber auch wenn wir so reinschauen, die stehen hier schon alle. Ja, coole Sache. Ja, dann gucken wir mal, wie das läuft. Übrigens, alle in der Größe 6,5 cm in einem Farbschlag Tefé, bedeutet, das sind dann, ja, sehr natürliche Farben, die wir hier haben. So, also im nächsten Step
werde ich jetzt alle Tüten aufmachen. Ich habe eben schon mal geguckt, von der Temperatur ist der Temperaturunterschied gar nicht so mega groß wie im Aquarium, da wo sie dann gleich reinkommen soll. In der Beschreibung, die wir auch mitbekommen haben, steht unter anderem halt auch drin, dass wenn der Temperaturunterschied mehr als 4 Grad Celsius sind, dann sollte man Aquariumwasser einfach hier am besten schon mal in dieser Box, die ist eigentlich auch immer wasserdicht, einfach hier mit reinkippen, so dass sich die Tüten mit dem umliegenden Aquariumwasser schon mal langsam anfangen aufzuwärmen und danach dann erst anfangen, das Wasser anzugleichen. Aber in dem Fall kann ich jetzt direkt starten, die Tüten aufzumachen und das Wasser anzugleichen. Zum Wasserangleich nehme ich einfach Wasser hier unten aus dem Aquarium. Und zwar ist das insgesamt alles ein großer Wasserkreislauf. Wer sich über diese Anlage auch noch informieren möchte, der kann gerne hier oben in der Infocard auch noch mal reinklicken und sich das anschauen, wie diese Anlage entstanden ist und wie die miteinander verbunden ist. Jedenfalls hier ganz einfach ein paar Luftschläuche reingehangen. Über die Luftschläuche sauge ich einfach das Wasser an. Ich will jetzt nichts sagen. Na, erstmal einen Schluck nehmen, ne? So, dann mache ich hier noch einen kleinen Knoten rein, dass das nicht so schnell reinrieselt. Und dann seht ihr schon, wie das einfach so dröppelt. Das hänge ich jetzt hier einfach in diese Tüten rein. Hier dröppelt es auch schön. Auch wieder einen Knoten reinmachen und ja einfach halt reinhängen. Mal gucken, der vierte Schlauch, der hängt hier im Aquarium ein bisschen oben an der Oberfläche. Jetzt zieht dieser auch Wasser. Wie gesagt, hier kann man mit so einer Styroporbox, die sind auch mal wasserdicht, da kann man ruhig mal ein bisschen hier drin rumsauen, das ist überhaupt kein Problem. So, hier fange ich hier hinten an. So, gegebenenfalls auch ein bisschen schneller dröppeln lassen. Anfangs mache ich erstmal ruhig schon so ein bisschen weniger, dass er langsam anfangen, sich anzupassen. Dieser ganze Vorgang jetzt mit dem Wasser anpassen, das ist nochmal wichtig. Das sollte insgesamt nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Ne, zum einen, weil die Tiere keinen Sauerstoff mehr mit in dieser Tüte drin haben. Zum anderen, weil jetzt auch schon so ein bisschen Stress bei den Tieren aufkommt. Hier ist wieder mit Licht an, hier passiert was um die drumherum. Deswegen sollten wir die jetzt ja in maximal einer Viertelstunde, aber ich sag mal so auch nicht unter 10 Minuten, so in diesem Zeitbereich, dann ins Aquarium bekommen. So, jetzt tausche ich mal ein bisschen durch. Wenn man so viele Tüten bekommt wie ich hier, muss man sich dann natürlich nochmal genau merken, in welchen Tüten man schon was reingemacht hat, wo noch nicht. Aber das sieht man halt natürlich auch schon immer so ein bisschen am Wasserstand. Jo, die wollen schon raus hier. Ihr kommt gleich ins neue Aquarium. Schauen wir nun mal knappe 10 Minuten später. Die Tüten sind mittlerweile vollgelaufen, wobei ich sagen muss, ich lasse jetzt auch einfach hier mit voller Pulle durchlaufen. Wie gesagt, anfangs einen Knoten reinmachen, dass es langsam reinläuft und dann halt einfach hier richtig auf und Vollgas rein quasi. Ich lasse die Tüten jetzt auch einfach überlaufen. Der Rest geht in die Styroporbox rein, die wasserdicht ist. Das habe ich mittlerweile auch schon gemerkt, dass sie wasserdicht ist. Also ich habe hier noch keine Überschwemmung gehabt am Fußboden. Muss ich ein bisschen schmunzeln, weil
dass vor kurzem, als ich einen Rochen bekommen habe, da war die Box leider beschädigt und ich habe die Box auch voll gemacht mit Wasser. Und dann ist mir die ganze Suppe hier ausgelaufen. Aber wie gesagt, jetzt so, dass man schon ordentlich von dem Aquariumwasser, wo sie dann halt gleich reinkommen, anpasst. Man sieht in den Tüten, die sind schon mal hier echt alle topfit. Also mega geile Sache. Und dann kann es jetzt auch schon gleich losgehen, dass wir die Tiere einsetzen. Mal so ein bisschen durchtauschen hier, dass alle Tüten schön überlaufen. Und dann kann es gleich losgehen. Beim Einsetzen ist es nun so, dass auch auf der Bedienungsanleitung eigentlich draufsteht, dass man die mit der Tüte in einen Kescher reinkippt und dann mit einem Kescher einsetzt. Muss ich mal sagen, natürlich auch so für den Anfänger ist das wahrscheinlich die beste Variante. Ich selber werde die Tiere aber mit der Hand umsetzen. Hat den Vorteil oder auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass bei den Diskussen an den Flossenstrahlen sich so ein Kescher auch gerne mal verfängt und wenn man die dann reinsetzt und die hängen noch am Kescher fest, überhaupt keine schöne Sache. Deswegen setze ich die Tiere schonend mit der Hand einfach um. Natürlich, Hände sollten ja gewaschen sein, aber nicht noch irgendwelche Seifenrückstände haben. So, das ist bei mir der Fall. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, zur jetzigen Zeit auch nicht noch irgendwie desinfizieren oder sowas wie Corona und so weiter und so fort. Ne? Bedeutet, Desinfektionsmittel und Aquariumwasser ist richtig, richtig mistig. Also da müsst ihr auch bitte aufpassen. So nehme ich mir einfach so einen Beutel nach oben, ein bisschen Wasser einfach ausgekippt. Und dann geht es hier los für die kleinen Racker. Ab in die große Freiheit. Obwohl jetzt, ihr seht ja erstmal noch die kleine Freiheit. Da werde ich aber gleich in diesem Video auch noch mal drauf eingehen, warum wir das hier so abgetrennt haben. Und hier schauen wir einmal, jetzt ist nämlich schon leer, wie schnell sich Änderungen ergeben können. Ich habe die Tiere hier rüber gesetzt in ein separates kleines Aufzuchtbecken. Lag einfach daran, ja, muss ich zugeben, dass die Situation hier in diesem abgetrennten Abteil doch nicht so hervorragend war. Ihr seht da schon so ein bisschen zwischen Filtermatte und dem Gitter, was ich hier eigentlich zur Stabilisierung der Filtermatte reingemacht habe. Dazwischen ist eine Lücke entstanden. Da ist auch ziemlich viel Luft zwischen. Und es ist einfach so, dass ja den einen oder gestern Morgen schon ein Diskusfisch dazwischen saß und da drin halt verbracht hat. Irgendwie keine Ahnung, wie der dazwischen gesprungen ist. Dann des Weiteren gehen auch die Futterreste da rein, da kommen die Fische nicht mehr dran, das fängt dann dort an zu gammeln und die Tiere hängen halt auch einfach sehr, sehr viel hier unten ja, unter dem Filter, was natürlich extra ein Bereich ist quasi so, um sich zurückzuziehen, aber dadurch wiederum gehen sie dann nicht so schnell ans Futter dran, weil sie dann hier wieder so einen langen Weg nach oben haben. Und noch ein kleines weiteres Problem, was sich ergeben hat, dass sich hier recht viel Mulm ja, aus dem ganzen großen Rochenaquarium hier dann halt auch mit absetzt. Das mit dem Mulm ist natürlich auch überhaupt keine gute Geschichte. Und deswegen dann, okay, auch immer eine coole Sache mit Axel Oldemeyer von Diskus Direkt, mit dem habe ich dann auch noch mal kurz telefoniert, der steht ja auch wirklich dann mit Rat und Tat zur Seite. Dieses Aufzuchtbecken hier habe ich eh immer für Rochen am Start und habe ich dann halt jetzt einfach einmal schnell für die Aufzucht der Diskus genutzt. Wie ihr seht, stehen hier ganz gut. Okay, wenn man jetzt hier so lang geht, sind natürlich ein bisschen scheu. Aber auf der anderen Seite hier, wenn man einfach nur mit dem Finger oben schon dran rumspielt,
Die Kleinen sind echt verfressen, die kommen gleich alle neugierig angeschwommen. Ey, und das macht doch echt Spaß, da so zuzuschauen. Also, auch wenn es jetzt erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten zum Start gab, sind die Tiere topfit. Das finde ich schon mal echt spitze. Und anhand dessen möchte ich euch dann natürlich auch einmal zeigen und sagen, jo, wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, wie es ja jetzt in meinem Fall auch war, flexibel bleiben, dann doch schnell reagieren, bevor man irgendwie Mist baut und den Tieren halt irgendwie irgendwo ja nicht so Gutes tut. Kommen wir nun zum zweiten Thema in diesem Video, und zwar die Vergesellschaftung zwischen Rochen und Diskusfischen. Und zwar ist da schon mal eine ganz entscheidende Sache natürlich die Aquariumgröße. Je größer das Aquarium, desto besser funktioniert das Ganze. Funktioniert in der Natur ja auch irgendwie. Nur wie kriegen wir das hier richtig aufs Aquarium runtergebrochen? Da ja, muss man einfach sagen, es gibt nichts Besseres als ordentlich Volumen. Was heißt Volumen? Auch nicht in die Höhe, sondern an Grundfläche. Die Rochen, die brauchen ordentlich Grundfläche, und die Diskusfische brauchen rein theoretisch auch ordentlich Grundfläche. Zumindest um den Rochen aus dem Weg zu gehen. Es ist nämlich so, man braucht eigentlich, also mit den Rochenarten, die ich euch hier jetzt gleich auch nochmal präsentieren werde, wo ich eine Vergesellschaftung vorschlagen würde, braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass der Rochen den Diskusfisch auffressen wird. Das Problem wird eher sein, dass der Rochen durch seine Nachtaktivität, der am Boden unterwegs ist und rumschwimmt, den ruhenden Diskusfisch, sprich euer Diskus ist ja so drauf, dass er sich in der Nacht ausruhen möchte, am Grund rumhängt. In der Zeit wird er halt von einem rumschwimmenden Rochen gestresst. Und das funktioniert nur, indem man ordentlich Grundfläche hat. Aber auch nicht ganz nur Grundfläche. Das weitere Thema in Sachen Rückzugsmöglichkeiten ist auch so, dass man dem Diskusfisch ja so ein bisschen diese Versteckmöglichkeiten auch gibt. Und das halt durch Einrichtung, durch Deko. Hier habe ich schon mal so ein paar Äste eingebracht. Wenn ich die Diskusfische dann irgendwann hier mit reinsetzen werde, was ich jetzt, muss ich aber auch sagen, noch nicht versprechen kann, ob es dann wirklich dieses Aquarium wird, weil ich hier auf der anderen Seite, kann ich schon mal so viel verraten, auch noch die Aquariumanlage ausbauen werde mit einem Zuchtblock von 3 Meter mal 80 cm Grundfläche. Und dort kommen auch noch mal drei Aquarien übereinander halt hin. Und deswegen muss man dann mal so ein bisschen schauen, wo die Tiere dann letztendlich unterkommen. Wenn sie aber hier reinkommen, was meine Wunschvorstellung mit so ist, weil diese Wurzel, das sieht ja schon mal richtig hammergeil aus, dann die Äste, die damit vor sind, hier würde ich halt einfach noch mal einiges mehr an Ästen einbringen, die so in diesem Wurzelbereich ja, im Wasser drin hängen, wo die Diskus halt zwischen rumschwimmen können, aber auch bis zum Grund hin ihre Ruhe haben und sich dort wirklich ausruhen können. Das wird dann nämlich so sein, dass der Rochen da nicht so extrem dolle durchschwimmen wird. Natürlich wird er vielleicht mal so ein bisschen durchpaddeln oder so, aber nicht so extrem wie auf der freien Fläche, die er dann hier halt einfach haben wird. Schauen wir nun einmal, welche Rochenart sich ganz gut für die Vergesellschaftung mit Diskusfischen eignet. Da möchte ich hier direkt starten mit dem P14, lateinischer Name Potamotrygon italtuba oder auch Galaxy-Rochen genannt, halt weil der so viele kleine weiße Spots hat. Also vom Aussehen her muss ich schon mal sagen, einer der Favoriten, die ich überhaupt selber halte. Muss aber sagen, dass hier schon besonders hingezüchtet. Das sind reine P14 aus der Zucht von Duketown Stingrays. Man sieht hier hinten das Männchen, das ist eigentlich am geilsten von allen Tieren. Mega gute Qualität. Und auch speziell muss man sagen, die Zucht von Duketown Stingrays, das sind sehr sensible P14. Weil in einer Facebook-Gruppe haben wir es neulich auch thematisiert, die Vergesellschaftung von Rochen und Diskusfischen. Und da hat, ja, der heißt Ralf, hat das geschrieben. Vielleicht hört er jetzt nämlich auch einmal zu oder schaut zu.
dass seine P14, die würde er nicht mit Diskusfischen vergesellschaften, weil die sehr aggressiv sind. Und hier muss man einfach sagen, diese P14 sind sehr, sehr sensibel. Auch kleine Geschichte dazu. Als ich zu Besuch bei Duketown Stingrays war, da hat er gerade Raubwelse importiert, die er auf verschiedene Rochenbecken aufgeteilt hat. Unter anderem waren diese Raubwelse mit langem Filament, muss man dazu sagen, bei Perlenrochen mit eingesetzt, bei Black Diamonds mit eingesetzt und auch bei P14. Und sämtliche Rochenarten haben von den Raubwelsen die Filamente abgefressen, außer bei den P14. Also das war für mich, da habe ich es wirklich selber live gesehen, auch so ein Argument, was der Marc halt immer sagt, dass seine P14 sehr, sehr sensible Fische sind. Oder auch, was man unbedingt, ich sag mal, unter der Vergesellschaftung von Rochen miteinander beachten sollte. Sobald die Tiere wie diese jetzt hier in der Größe langsam geschlechtsreif werden, sollte man die auch keineswegs mehr mit, ja, so auch aggressiveren Rochen wie Perlenrochen oder Black Diamond Hybriden vergesellschaften, weil diese einfach sehr sensibel sind und dann durch den Stress, den die anderen Rochen machen, tatsächlich eingehen. Ja, die stellen dann auch erstmal das Fressen ein und überleben das dann manchmal halt leider nicht. Eine weitere Art, die sich ganz schön eignet, die schwimmt direkt im Aquarium darunter herum, das sind die Potamotrygon scobinas. Ja, Scobinas, eh eine der bekanntesten kleinen Arten, die es gibt. Ich habe gleich 8 Tiere davon hier rumschwimmen. Ja, weil wir die ganzen Anfragen kommen, ob ich die verkaufe. Nein, das ist alles für mich selber, für die eigene Zuchtgruppe. Daher, wie eben auch schon erwähnt, dass ich meine Anlage hier nochmal weiter ausbauen werde mit 3 Meter Becken. Die haben halt einfach den Vorteil, Scobinas, die werden nicht so groß und sind eigentlich auch nicht sonderlich, ja, aggressiv, so dass man diese auch ganz gut mit Diskusfischen vergesellschaften kann. Aber egal ob P14 oder auch Scobinas, hier gilt überall die goldene Regel, viel Grundfläche zu bieten, damit die Tiere sich möglichst viel aus dem Weg gehen können. So, und nun noch mal einen kleinen Tipp, ja, vielleicht für den Diskushalter, der sich noch nicht weiter mit Rochen beschäftigt hat. Bei den Rochen ist es immer so, dass Weibchen eine ganze Ecke größer werden als Männchen. Und ja, wenn man dann nicht gleich hier so ein 4 Meter Becken parat hat, dann kann man aufgrund, ja, des Größenverhältnisses auch einfach vielleicht auf ein Männchen zurückhalten. Eine Einzelhaltung ist dort möglich. Ja, und dann ruhig so ein einzelnes Männchen mit einer Gruppe von Diskusfischen vergesellschaften. Das gibt in der Regel auch überhaupt gar keine Probleme. Und nun natürlich auch einmal zu den Diskusfischen, die sich am besten für die Vergesellschaftung mit Rochen eignen. Und das sind halt einfach durch die Bank, höre ich dort nur von guten Erfahrungen, das sind halt Ständkartiere. Es ist halt so, wenn man sich auch Beispiele anschaut, Kölle Zoo zum Beispiel, habe ich immer so ein Bild vor Augen, auch so ein fettes Diskus-Aquarium, wo am Grund 3 ordentliche Black Diamond-Rochen rumschwimmen. Oder auch ein Bekannter aus England, der auch die Vergesellschaftung mit Black Diamonds macht. Dort gab es bei den Tieren nie irgendwie irgendwo Probleme, dass sie auch durch Stressempfindlichkeit oder so eingegangen sind. Ist halt auch einfach so, sage ich mal, dass dieser Ständgar-Diskus nicht so sehr stressempfindlich ist. Ist halt einfach so. Gerne verlinke ich auch nochmal auf das Video von meinem Kumpel Thomas Roxin, das er auch mit Axel von Diskus direkt zusammen gemacht hat. Das stelle ich hier oben einmal in der Infocard ein. Dort hat er nämlich auch kleine Rochen im Schaubecken mit den Diskus zusammen schwimmen. Ansonsten,
ja, von der Kombination her hat man eigentlich ganz gute Erfahrungen auch damit gemacht, dass man kleine Rochen genommen hat und dann halbwüchsige Discos. Und das seht ihr hier einfach, das sind ja wirklich noch Mini-Discos. Halbwüchsig meine ich, wenn die ihre 10, besser noch 12 Zentimeter haben, vielleicht sogar bis 14 Zentimeter, sodass sie halt schon, ja, ich sag mal schon eine halbwegs gute Größe haben. Und dann halt mit dem Rochen zusammengesetzt werden, der noch nicht so groß ist. Das sind halt einfach ganz gute Erfahrungen, die mal gemacht werden. Tja, ja, und wenn ihr dann auch euch dafür entscheidet, so einen Stänker-Diskus zu nehmen, dann möchte ich halt einfach nur empfehlen, die Tiere von Diskus direkt zu nehmen. Die kommen nämlich direkt aus der Zuchtanlage und werden nicht noch irgendwie irgendwo zwischengehältert und landen dann halt direkt bei euch zu Hause, sodass die dann ohne Zwischenhälterung zu dir ins Aquarium kommen.